Herzlich willkommen, lieber Wassermann, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 1. April bis zum 10. April. Das ist die zweite Dekade im Widder und wir befinden uns so mitten in der Feuerenergie vom Widder und da möchte ich mir anschauen, wie die Energien so für dich aussehen. Lieber Wassermann, also eine Karte für dich. Okay, das ist die 11. Karte der großen Arkana. Also hier heißt sie Justice, aber in Crowley Tarot ist es die Lust. Ja, und diese Karte spricht von großer Lebensfreude. Ja, und auch halt so ein starker Wunsch, sich mit dem Leben an sich zu beschäftigen. Auch ein starker Wunsch, sich zu verwirklichen. Ja, und dem Leben sich entgegenzustellen mit allen Pro und Kontras. Ja, eine sehr starke, leidenschaftliche Energie. Schauen wir mal, auf welche Lebensbereiche sich das so für dich konzentriert. Entschuldigt bitte. Ja, spannend, weil sich diese Lebensfreude irgendwie so ganz anders auswirkt. Denn ja, also die 11. Karte wird auch Löwen zugeschrieben. Es ist genau das im Tierkreiszeichen liegt dir Löwe. Genau gegenüber ist also dein Pendant. Irgendwie ist es dann für mich keine Überraschung, dass sich diese 11. der Karte bei dir so ganz anders auswirkt. Denn tatsächlich bedeutet die Beschäftigung mit dem Leben und dem Leben an sich für dich darin, in diesem Leben, in dieser Welt auch Ruhe zu finden. Und das strebst du tatsächlich an. Ja, so eine innere Klarheit, eine innere Ruhe, ein kontemplativer Zustand. Und hier geht es geht dir auch tatsächlich um Fürsorge. Fürsorge um die Menschen in deiner Umgebung und auch für dich selber. Ja, auch einfach Liebe, ne? Also ein liebevoller Umgang miteinander. Das ist dir gerade wichtiger denn je. Und auch darin, diesen kontemplativen Zustand zu finden, zu empfinden oder darüber. Also diese beiden Themen hängen für dich aktuell zusammen. Es wird dir leichter fallen, zu diesem Ziel zu kommen, wenn du dich von alten Zwängen löst. Ja, von Dingen, die dir nicht mehr zugutekommen. Da gibt es schon einige Themen, die dich zurückhalten. Und es ist die Aufgabe in dieser Dekade für dich, dich davon
zu lösen. Das wird diesem Prozess zugutekommen. Und das Ergebnis ist die Architektin. Das ist spannend, weil es ist auch so eine Folge aus diesen beiden Karten, ne? Dass man irgendwie, dass du das Leben begreifen wirst, dass du da ein Konzept dahinter erkennst, entwickelst oder auch Ordnung aufbaust, Struktur aufbaust. Ja, irgendwie sehr spannende Karten. Schauen wir uns genau an, mit welchen Herausforderungen du es zu tun hast in dieser zweiten Dekade. Ja, sehr schön. Hier haben wir die Königin der Schwerter und diese Karte könnte dich als Person repräsentieren. Denn als ein, also die Schwerterperson ist auch ein Luftzeichen. Und du bist selber auch ein Luftzeichen. Vielleicht hast du auch ein anderes Luftzeichen aktuell an deiner Seite oder lernst du kennen in dieser Zeit. Das könnte auch so gut sein, sehr gut sein, aber ich sehe doch eigentlich. In den meisten Fällen dich selbst in dieser Karte. Die Königin der Schwerter ist halt eine gereifte Persönlichkeit. Vielleicht geht es hier wirklich um einen Reifungsprozess deinerseits. Die Königin der Schwerter ist ein sehr rationaler Mensch, der auch sehr, also aus den Ratio heraus Entscheidungen trifft. Dieser Person ist ihre eigene Freiheit und Selbstbestimmung überaus wichtig. Und ja, sie trifft halt auch verantwortungsvolle, also sie kann auch Verantwortung übernehmen. Das ist halt auch so eine, wie die elfte Karte, halt so eine lebensbejahende Karte. Ne? Also auch hier dieser Wunsch, deinerseits sich mit dem Leben an sich zu beschäftigen. Auch und auch gleichzeitig hier sich von alten Gewohnheiten zu lösen. Ja. Ja, der Teufel, der ist manchmal eine kleine Warnung. Also der Teufel möchte einen so in Versuchung führen. Und das Mittel sind halt die weltlichen Zwänge, an denen man hängt. Die man auch, diese Zwänge will man ja auch manchmal nicht so richtig klar erkennen. Und es sind oft Tabuthemen oder Themen, die man sich einfach nicht so gerne anschaut. Aber wenn man kompromisslos bereit ist, auch diese Themen zu beleuchten und sich die Triebe, die Zwänge, seine eigenen oder und auch die des Lebens sich kompromisslos anguckt, dann durchschaut man diesen Teufel und dann kann man diese Energie sehr produktiv nutzen, weil da steckt auch sehr viel Power und Leidenschaft dahinter. Ernsthaftigkeit auch. Ja, da passiert ja bei dir eine ganze Menge. In der Vergangenheit der Turm. Also von einigen Zwängen hast du dich bereits gelöst. Da gab es Ereignisse von außen. Umstände haben sich geändert, die dazu geführt haben, dass du dich befreien konntest. Dass irgendwelche, vielleicht sind irgendwelche Verpflichtungen von dir abgefallen. Oder du hast selber entschlossen, irgendwelche Verantwortlichkeiten in deinem Leben nicht mehr mitzumachen. Vielleicht hast du auch eine Trennung oder ein plötzliches Ende
in einer gewissen Hinsicht herbeigeführt. Das liegt aber jetzt bereits in der Vergangenheit und hat dich jetzt in diese neue Situation gebracht. Du möchtest aber noch mehr Freiheit, ne? Also du hast jetzt schon ein bisschen mehr Freiheit und ich glaube, das motiviert dich auch. Das bringt auch diese Lebensfreude und dieser Wunsch, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen, so richtig in Fahrt. Ja, aber du willst noch mehr Freiheit. Und wahrscheinlich auch mit Recht. Ja, das ist auch gut. Also einerseits bist du mit sehr tiefen Emotionen hier konfrontiert. Gleichzeitig hast du aber auch sehr viel Geduld. Überhastest nichts, gehst systematisch vor, Schritt für Schritt. Hast auch einen ganz guten Realitätssinn beim Umsetzen deiner Vorhaben. Und machst dich einfach an die Arbeit, ne? Also, was jetzt in diesem Sinne heißt, du machst dich daran, deine Ziele umzusetzen. Kleinteilig, kleinschrittig, ohne Hast, mit Fundament, also sehr gut. Ja, und ich sehe dich einfach in einer ganz positiven Grundhaltung. Du machst dich daran, deine Ziele zu verwirklichen, das sieht man hier schon. Und du bist bereit, dich auf das Leben einzulassen, bereit, mit der Wirklichkeit quasi zu kämpfen, ne? Und diese Energie verstärkt sich im Laufe der Dekade. Und interessanterweise, ja, du wirst ja deine innere Ruhe und du wirst dir deine innere Ruhe, deine mentale Stärke dabei bewahren. Bist aber auch immer wieder versucht, dich vom Pfad ablenken zu lassen. Also da gibt es schon Einflüsse von außen, die dich irgendwie immer rausholen möchten. Aber ich sehe hier nicht, dass du dich davon beirren lässt. Also man könnte sogar wirklich sagen, dass du dich mit dem Teufel konfrontierst, ne? Aber dass du jetzt auch bereit dafür bist. Du schaffst das jetzt. Und hier zeigt sich schon irgendwie ein innerer Kampf, ne? Ein innerer Kampf, der aber auch mit einer gewissen Leichtigkeit daherkommt, ne? Ist mehr so wie ein sportlicher Wettkampf. Also es ist irgendwie schon eine sehr spannende Energie. In dieser Karte und auch in den Teufel zeigt sich auch sehr viel. Und auch in dieser Karte, ne? Auch sehr, sehr viel Attraktivität deinerseits, sehr viel sexuelle Anziehungskräfte, ne? Vielleicht, also den einen oder anderen Flirt wirst du sicherlich in dieser Zeit begegnen. Aber dein Verhältnis ist gut dazu, ne? Du würdest dich jetzt nicht davon, also du kannst das dann annehmen und auch Freude daran empfinden, es wird dich aber nicht so voll aus deiner Energie, du bleibst bei deiner Energie, ne? Du lässt dich dann trotzdem nicht davon vom Pfad abbringen.
Das ist ja auch echt ein bisschen schwierig, diese Energie. Weil jetzt kommen hier diese 10 Stäbe. Es ist so vielleicht so Mitte der Dekade, 2., 3., 4., 4. April. Also, ich habe hier von einem Kampf, das sieht hier so ein bisschen aus wie so ein Kampf zwischen Gut und Böse. Hier den Teufel, die Königin der Schwerter und hier diese 2 Stäbe. Und dann kommt hier diese 10 Stäbe, die halt irgendwie so ein, oft so einen Riegel davor setzen und ein ziemlich plötzlich ausbremsen. Aber das sehe ich in dieser Legung nicht so, weil die Stille ist ja etwas, was du auch erreichen willst. Das ist echt ein bisschen schwierig zu interpretieren. Weil oft ist es halt so, wenn man jetzt so mit den Stäben agiert, ne, also in dieser Feuerenergie ist, dann arbeitet man sich, wenn man die 10 Stäbe kommt, oft daran ab. Aber deine Methode ist gar nicht so sehr das Feuer. Das ist ja, das ist die Stille. Also du bist eigentlich schon in diesem Zustand. Also glaube ich, dass diese Karte wirklich sehr positiv eigentlich an dieser Stelle zu deuten ist. Weil es ist eigentlich die Waffe gegen den Teufel. Dass du eigentlich das Gegenteil tust, als zu kämpfen. Vielleicht wirklich so eine Art persönliche Friedensmission irgendwie. Frieden gegen den Teufel. Also ich sehe hier auf jeden Fall, auch wenn der Teufel versucht, also dich so, also die Einflüsse von außen, ne? Ich möchte jetzt auch diesen Teufel nicht so personifizieren, aber diese Einflüsse, also die haben sicherlich schon irgendwie Wirkung auf dich, aber sie bringen dich nicht aus der Ruhe. Du lässt, ich sehe hier immer noch, dass du dich nicht so richtig beirren lässt davon, dass aber die Kräfte trotzdem da sind, ne? Schauen wir mal weiter. Ja, also irgendwie habe ich jetzt schon so im Gesamten den Eindruck, dass du ganz konkrete persönliche Ziele hast, die du angehen wirst. Und du einfach durch nichts aufhaltbar bist. Du hast einen guten Plan und du bringst halt so eine mentale Stärke, so eine mentale Stärke mit, so eine innere Ruhe, wodurch du zwar, also du wirst zwar mit Schwierigkeiten konfrontiert sein, aber diese Schwierigkeiten werden dich nicht aus der Ruhe bringen und der Wagen wird dann weiterrollen einfach, ne? Also das läuft dann, dein Vorhaben wird gut laufen. Ich sehe hier doch in den meisten, in vielen Fällen doch eher berufliche Themen, ne? Habe ich den Eindruck? Ich weiß nicht.
Oder halt eben ein ganz persönliches Vorhaben. Und auch hier so viel Einklang, Frieden, ne? Ich hatte hier auch die Friedensmission. Ja, Frieden, Einklang, gute Kommunikation. Also, wenn es hier um etwas Nicht-Berufliches geht und wenn du jetzt zum Beispiel Single bist und du bist jetzt gerade irgendwie auf Partnersuche, sehe ich jetzt eigentlich jetzt in dieser Zeit eher weniger, dass du jemanden Neues kennenlernen willst. Jedenfalls diese eine neue Person. Aber ich sehe hier doch viele Verlockungen diesbezüglich. Aber du lässt dich da nicht, davon nicht aus der Ruhe bringen, sondern guckst dir dein Gegenüber schon genauer an und bleibst in deiner Energie, ne? Vielleicht guckst du auch mehr, also achtest du auch viel auf deinen Freundeskreis, dein soziales Umfeld im Allgemeinen und setzt darauf. Aber ich sehe hier doch ein paar verlockende Situationen, ein paar flirtige Situationen auf dich zukommen. Das könnte doch durchaus sein. Ja, aber wie schon gesagt, das ist, du kannst das leicht sehen. Genau, mit einer gewissen Leichtigkeit. Ja, und du weißt diese Klarheit in dir selber auch sehr zu schätzen und auch dein soziales Umfeld weißt du sehr zu schätzen. Und du erhoffst dir mehr solche Situationen. Einfach irgendwie, ja. Hast auch irgendwie Lust auf mehr sozialen Kontakt. Mehr Geselligkeit, habe ich den Eindruck, ja. Und einfach irgendwie, dass man mit den Menschen um sich herum die Zeit gut genießen kann. Ja, zum Ende der Dekade zeigt sich hier eine neue Energie. Ja, okay, also meine Prognose ist, dass die am Anfang der Dekade halt so das erste Wochenende so und der Anfang der ersten Woche, ne? Also 2., 3., 4., 5., da sind wir hier. Da ist es wahrscheinlich eher ruhiger bei dir, aber nicht, dass es dann dich so stört. Aber im Laufe der Woche, von Tag zu Tag, mehr kommt irgendwie mehr Leben rein. Und dann zum Ende der Dekade, das Wochenende, 9., 10. April. Ja, da kann das...
kann halt viel, doch viel los sein, ein reges Treiben. Und es kommen halt auch, kommt auch neue Kommunikation dann auf dich zu, auch neue Nachrichten, Dinge, mit denen du gar nicht so gerechnet hast. Etwas, ja, also auch vielleicht auch dadurch dann auch neue Erkenntnisse, die dich bereichern werden. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Kommunikation, diese schnelle Kommunikation dir einfach auch viel Freude machen wird. Das ist aber wirklich eher etwas, was dann halt überraschend dazu kommt, zum Ende der Dekade. Und davor ist es halt doch, gehst du halt solide deinen Weg, ne? Setz deine Vorhaben mit einer gewissen entspannten Besonnenheit um. Ja, interessante Energie. Also, aber auch irgendwie, also es geht hier halt um diese Selbstverwirklichung und selbst deine eigene Freiheit und Autarktheit. Und da wirst du halt wirklich ganz erfolgreich sein, ne? Also es ist auch irgendwie ein großer Erfolg. Und nachdem diese Dekade vorbei ist, hast du dann halt auch deinen Plan, ne? Das ist schon das Ergebnis. Und wenn du dann halt diesen Plan hast, also was heißt Plan, Ordnung, Struktur, dann kann man das Leben auch wieder ein bisschen leichter nehmen. Und dann kommen sehr interessante Gespräche auf dich zu. Es sind 3 Karten, etwas zu viel. Ja, interessanter Eindruck hier noch, ne? Ein Problem löst sich auf. Ein Problem löst sich auf. Ja, am Anfang der Dekade. Es kann auch, ja, es hat mit dem Teufel zu tun und mit der Totenmutter. Und vielleicht ist es noch so eine Nachwirkung von dem Turm, um was es auch immer hier ging, wovon du dich befreit hast. Aber ein Problem löst sich auf, klingt auf jeden Fall auch so, dass es irgendwie etwas, dass du nicht so viel dafür tun musst. Und das spiegelt sich hier eigentlich auch wieder. Ja, spannend. Ja, lieber Wassermann, ich hoffe, dass dich diese Legung inspiriert hat und ja, dir gefallen hat. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir eine sehr erfolgreich kontemplative Zeit und dann eine sehr erfolgreiche, witzige Zeit. Ja, ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da oder abonniere meinen Kanal, wenn du das nicht schon bereits getan hast. Ich freue mich auch sehr über eure Kommentare. Wenn du noch weitere persönliche Fragen hast oder vielleicht in einer besonderen Lebenssituation bist, dann kannst du auch sehr gerne eine individuelle persönliche Kartenlegung bei mir bestellen. Auf meinen Etsy-Shop, der Link befindet sich in der Videobeschreibung, kannst du ein Video so wie dieses persönlich auf dich zugeschnitten bestellen. Schau einfach vorbei. Ich freue mich auf ich freue mich auf deinen Besuch. Von Herzen alles Gute und bis bald.